Sozusagen die Gründung der RAF hatte ich ja in Berlin noch mitbekommen, die Baderbefreiung. Und dann wurde Rechtsanwalt Mahler, der ja da sich auch in den Untergrund abgesetzt hatte, in der Knesebeckstraße festgenommen. Das war eine höchst kuriose Geschichte. Da standen wir alle eine Treppe höher über dieser konspirativen Wohnung und kriegten mit, wie die Polizei einen nach dem anderen da festnahm. Das hat es hinterher auch nicht mehr gegeben. Also das war ja auch eigentlich hochgefährlich, aber da standen eine ganze Horde von Journalisten und Fotografen, die das mitgemacht haben. Die Bilder gibt es ja, wie die festgenommen werden. Und dann war ich ja nachher in Düsseldorf ab 72. Da war ich bis Ende 77. Und das war ja dann die Hochzeit des Terrorismus, also insbesondere 1977 und da insbesondere die Schleierentführung. Das hat uns natürlich sehr, sehr in Atem gehalten. Und ich hatte damals die erste Reportage über die GSG 9 gemacht, die während der ganzen Zeit ja nicht eingesetzt worden war, weil die Länderpolizeien offensichtlich da also ein bisschen eifersüchtig waren und die nie zu Hilfe riefen. Und ich habe dann also dann nach der Schleierentführung eine große Geschichte geschrieben, die Truppe, die nie gerufen wird, bis sie dann in Mogadischu ihren ersten furiosen Einsatz hatte. Und die Schleierentführung, da waren wir mehrere Wochen in Bonn und haben, es gab ja Nachrichtensperre. Und wir haben, ein Kollege von mir, späterer Freund, wir haben dann vor dem Fernseher gesessen und haben gesagt, diese offiziellen Mitteilungen, die jetzt kommen, das heißt ganz eindeutig, dass die für Schleier nichts geben. Da war ja vorher die Lorenz-Entführung gelaufen, wo man eine ganze Reihe von Leuten freigelassen hatte. Und es war klar, Kanzler Schmidt lässt niemanden raus. Das geht nicht. Und das haben wir geschrieben, mein Freund Peter Neuhauser und ich. Und das hat einen riesigen Krach gegeben, weil wir da angeblich Geheimnisse verraten hatten. Wir haben nur vorm Fernseher gesessen und haben darüber nachgedacht, was da gesagt worden ist. Naja, und das hat mich dann weiter begleitet. Und wir haben dann beide gemeinsam darüber nachgedacht, was kann man eigentlich tun? Der damalige Präsident des Bundeskriminalamtes, Horst Herold, hat ja dann gesagt, den Krieg gegen den Terrorismus haben wir verloren, hat er in einem Spiegel-Interview gesagt. Und wir haben gesagt, der ist doch verrückt, der Mann. Das sind doch Kriminelle, das sind ganz normale Kriminelle mit einer hohen politischen Motivation. Die hätten nie geschossen, wenn sie nicht diese politische Überzeugung gehabt hätten, wir müssen das hier, das System mit Waffengewalt beiseite schaffen, weil die also halt nur ungerecht sind. Also kann ich die nicht nur mit polizeilichen Mitteln bekämpfen, denn wenn ich wieder jemanden ins Gefängnis stecke und der sagt, ich bin hier in Isolationshaft, wird an anderer Ecke wieder jemand kommen, der sagt, also das ist ja nun also so eine Schweinerei, da müssen wir was gegen unternehmen. Schon ist der Nächste wieder da, der also die Pistole in die Hand nimmt. Und wir haben dann gesagt, wir müssen ein Zeichen setzen, dass es einen Weg aus der RAF rausgibt. Und da hatte ich zwei sehr gute Gesprächspartner. Das eine war Christian Lochte, der war damals Chef des Landesamts für Verfassungsschutz in Hamburg, ein CDU-Mitglied, aber was diese Dinge anging, ein absolut liberaler Mann, der ein großer Könner, es war ja eine SPD-Regierung in Hamburg und der saß dort. Und der hat mich da auch drin bestärkt, diesen Weg zu gehen. Und auf der anderen Seite war das der Bundesinnenminister Gerhard Baum, den man auch dafür gewinnen konnte. Und dann war in Amerika festgenommen worden an der amerikanisch-kanadischen Grenze Katharina Berster. Aus dem Heidelberger Patientenkollektiv kam die und also hatte RAF-Kontakte und war mit falschem Pass in die USA eingereist und saß im Gefängnis in New York. Und zu der haben wir Kontakt aufgenommen über ihren Anwalt und ich habe also mit dem geredet und habe gesagt, wie sieht das aus? Sagt die sich von der RAF los?
Das war sozusagen die Grundbedingung. Und dann bin ich nach New York geflogen und habe im Gefängnis die Frau Berster interviewt. Und dieses Interview haben wir veröffentlicht. Und daraufhin hat die Bundesrepublik ein Auslieferungsersuchen gestellt. Und die USA haben sie dann abgeschoben. Und sie hat in Deutschland, ich glaube, einen Tag in Haft gesessen. Dann wurde sie freigelassen und unter Auflagen, wurde dann vor Gericht gestellt und zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Das war die erste, wo man zeigen konnte, es gibt einen Weg zurück. Und das hat mein Kollege Peter Neuhauser auch nochmal in hervorragender Weise gemacht. Astrid Proll, die auch RAF-Mitglied war, die ist auch zurückgekommen. Und das waren so die Anfänge, wo die RAF politisch bekämpft wurde. Und langfristig hat das ja zum Erfolg geführt.